Mein Name ist Jasmin David. Ich gebe Ihnen in diesem Film einen Einblick über mein 5-tägiges Praktikum bei Böckler Immobilien in Pforzheim als Immobilienkauffrau. Welche Vorstellungen habe ich von dem Beruf der Immobilienkauffrau bei Beginn des Praktikums? Ich möchte einen persönlichen Kontakt mit den Kunden auf jeden Fall haben und dass ich einfach mit den Menschen umgehen kann, mit denen was empfehlen kann, denen weiterhelfen kann, zum Beispiel ihre Träume irgendwie von einer schönen Wohnung zu erfüllen und aber auch, dass ich irgendwie auch mal im Büro sitze, Schreibarbeiten mache, aber die Abwechslung einfach, also rausgehen und den Menschen die Wohnung präsentieren. Was erwartest du von dem Praktikum? Dass ich auch die Schattenseiten sehe von dem Beruf. Also nicht nur die Vorteile, die tollen Sachen, sondern auch die Schattenseiten. Wie sind Sie auf den Beruf aufmerksam geworden jetzt in Richtung Praktikum? Was hat Sie da interessiert? Im Fernsehen was? Oder jetzt Freundeskreis, Empfehlungen? Also hauptsächlich habe ich es auch im Fernsehen gesehen und bin dann eigentlich über den Beruf des Architekten auf Immobilienmakler gekommen. So, und gleich am zweiten Tag ging es raus zu meiner Wohnung. Ich machte mir einen Eindruck von der Wohnung und fertigte Bilder für das Exposé. So heißt das schriftliche Angebot in der Immobilienbranche. Okay. Wie lange bin ich hier? Ich darf nach Hause, oder? Den Blick kann man zum Beispiel schon mal fotografieren, weil der ist echt schön. Kann es sein, dass ich das total unscharf sehe dadurch? Ja. Ah, jetzt, okay. Doch, das gefällt mir. Kann ich die auch angucken? Wieder zurück im Büro erstellte ich das Exposé online am Computer. Fertigte noch geschwind ein paar Kopien und schon geht's weiter zu meiner ersten Besichtigung mit echten Kunden. Gut. Das wäre dann hier die Wohnung. Ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Wohnzimmer. Das wäre hier die Dachterrasse mit einem wunderschönen Ausblick Südostlage über die ganze Stadt. Natürlich mit schönem Wetter verbunden wäre das natürlich noch was Schöneres, müssen Sie sich vorstellen. Die Einbauküche, die bleibt auch drinnen. Im Wohnzimmerbereich haben wir Kabelanschluss und auch das Telefon Anschlüsse. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen ins Badezimmer. Wir haben eine Badewanne und eine Dusche, hinter der Tür Abstellmöglichkeiten. Außerdem ganz normal Waschmaschinenanschluss und für eventuell auch einen Trockner. Dann das geräumige Schlafzimmer. Die Möglichkeit, unter das Dachfenster ein Bett zu stellen. Dann kann man in die Sterne schauen. Hier hinten ist es total ruhig, was man nicht denken würde. Man hört nichts. Also perfekt. Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Raum. Durch den geräumigen Flur mit einer tollen Möglichkeit einer offenen Garderobe. Hier kann man alles lagern, Regale zum Beispiel an die Wand anbringen und hat genug Stellfläche und vor allem trockene Stellfläche. Die 5 Tage meines Praktikums sind wie im Flug vergangen. Mir hat es riesen Spaß gemacht und meine Erwartungen wurden auch erfüllt. Es ist anders als Schule. Manche Tage waren wirklich sehr hart. Viele Termine, große Flexibilität bei kurzfristigen Terminänderungen und auch schöne Erlebnisse mit netten Kunden. Ich habe viele Seiten der Stadt gesehen, die ich davor noch überhaupt gar nicht kannte. Besonders gefallen hat mir auf jeden Fall der Umgang mit Kunden. Außerdem das von Herrn Böckler entgegengebrachte Vertrauen, dass ich eine eigene Besichtigung mit wirklichen Kunden machen durfte.